Hallo und willkommen zu einer neuen Aufnahme von Deep Rock Galactic. Immer noch am freien Wochenende im Übrigen. Mit dabei ist immer noch Evil Monkey. Servus. Rock and Stone. Und das Bier. Und er und sein Bier, die ganze Zeit. Hier ist ein großer roter Knopf, da steht Don't Touch. Gravity Recalibration commencing. Oh, was hast du gemacht? Yay! Ey, das ist, die Fässer fliegen ich auch ziemlich fliege. Cool. Ja. War das doch kein Bier, war das Red Bull? Boah. Ey, da oben liegt auch ein Fass drin. In dem Antrieb. Oha. Oh, so, ich komme wieder runter und dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir haben ja wieder ein Assignment freigespielt. Ja. Okay, hier hinten ist Under Construction, hier soll ich nicht lang gehen. Dann gehe ich mal zurück. Under Construction. Ja, man sieht es ja auch, ist alles noch ziemlich leer da. Die wollen mich da nicht. So, Dense Biozone. Ja, das müsste die sein. So, da haben wir Point Extraction. Ist auch eine komplett neue Mission. Die hatten wir noch gar nicht. Okay, wie viele Schwierigkeitsgrade hast du eingestellt? Oder willst du einstellen? Es steht wieder auf Challenging Standard. Allerdings weiß ich nicht, ob man das vielleicht eins runterstellen soll. Ja, komm, auf geht's. Jetzt haben wir auch geschafft. Ja, die Komplexität der Map ist hier halt auf 3 von 3 jetzt. Deswegen. Das macht nichts. Kriegen wir schon hin. Okay, dann Dangerous. Dangerous und los geht's. The mission is ready. The pod is prepped. Get on board to drop pod. Warte, lüfte schon wieder mit mit hier. Krügen. Ein Hund für dir? Aber leider war er leer. Da fliegen wir. So, wir brauchen 10 Fossilien und 7 Aquark. Aquark hatten wir noch gar nicht. Also ich zumindest nicht. Fossilien, das ist ja dann gut für den Fortschritt, ne? Ach ne, was brauchen wir? Die Blumen brauchen wir. Genau. Ja, aber bei den Fossilien haben wir doch, glaube ich, auch 2. Hier nach der 3. Oh, schon wieder große Höhe hier. Ja, diesmal geht es ziemlich weit hoch, statt runter. Irgendwie gefällt mir das besser. Da sind schon die Explosiven und ein Prätorianer, ne? Und Eier. Aus den Eiern kommen auch viele raus. Oh, ich bin ja direkt einer gegriffen. Ja, gleich fertig. Der Torianer ist auch da und der Flieger kommt. Oh ne, da oben ist er. Ich muss erstmal nachladen. Hat mich. Also lebt noch, aber. Ja, ich bin down. Ersatzdicht. Das Problem ist, ich hatte schon viel Schaden, dann hast du mich angeschossen, dann hat mich das Vieh fallen lassen, dann war es ganz schnell vorbei. Das fängt ja gut an. Ach du Scheiße, wie viele Viecher hier am Anfang schon sind. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich mich erstmal weggemacht von der Startposition. Oh, und da habe ich wieder. Bin ich wieder gegriffen worden. Hallo, lass mich los. Oh, wie mies, die anderen Viecher könnte ich angreifen, wenn du da so weit am Boden bist, los. Das. Ja, aufheben kannst du mich nicht. Das ist zu viel los. Ich weiß jetzt gerade erstmal nach einem. Ja, hier ist ein automatisches Geschütz neben dir gewesen. Hier kommen überall Gegner raus, ne? Aus den Eiern. Ja, aber ich war auf der Suche halt nach dem Red Sugar, weißt du?
Alter, hier stehen 8 Viecher um meine Leiche rum und schlagen auf mich ein. Also meine ja. Leiche. Ja. Lass mich halt mal fallen, wenn ich ganz oben am obersten Punkt bin. Nett von dir, danke. Ja, ich würde mal sagen, dann Insta Restart, ne? Hey, es gab 35 Erfahrungen. Ja, egal. Oh man, that went tits up fast. Next time, stick to the bloody plan. Rock and stone, brother. Rock and stone, brother. Ja, geht vor mir direkt die Tür zu. Schlägt mir ins Gesicht. Wie war das, wenn wir es nicht schaffen, dann stellen wir es runter? Du hast doch gesagt, Insta Restart, oder? Okay. Naja, wir wissen halt jetzt, ne? Die Tür geht auf und dann erwarten genug Krabbler. Naja. Ja, wir sollten vielleicht direkt zur Station da laufen. Mit den automatischen Geschützen. Ist ja, spart auch Munition dann. Ja, ist auch die genau gleiche Mission schon wieder, also die gleichen Dinge müssen wir sammeln. Das ändert sich ja auch immer nur irgendwie alle Viertelstunde oder so. This rock is gonna be the death of us. These seats could really need some suspension. Welche Tiefe haben wir hier? Ja, 713 Meter. Das geht jedes Mal ein bisschen tiefer. Scanners have picked up a massive deposit of a quark. We're sending you in alongside a heavily armed lifter to get as many out as possible. Die! We're picking up extreme fire signs in the area, so keep it snappy. The quarks can be extracted from the walls. Search for a blue shimmering light. Get it done, team. I got it! Ein großer roter Knopf. Gut, dass ich ihn nicht drücken kann. So, Vegetarianer. Jo. Oh, sehr schön, jetzt wo ich hier den Flammenstrahl erweitert habe. Ging das auch ein bisschen besser. This one's for Carl. Schütze hauen gut rein. Ich gehe mal hier irgendwie Bismore abbauen. Ja, Bismore. Haben die erste Welle direkt überstanden. Eben war irgendwie mehr los. Ne? Ja. Nein, nein. Ja, knapp. Bist du schon wieder gefallen? Nein! Ich bin geflogen! Auf die Nase? Ja. Ach, wir haben gar nicht den Mule dabei, ne? Ja, 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 gut, du kannst es aber jetzt hier reinlegen. Ja, aber ich trage hier gerade so einen riesen Teil, dieses blaue. Was weiß ich, das hatten wir glaube ich auch noch gar nicht. Ich glaube, das ist doch das Aquark, oder? Da steht nur Pickup. Also keine Ahnung. Ja, lass fallen, ich sammel's auf. Obwohl das eine ist zu tief gefallen, da komme ich nicht dran. Ja, stimmt, war ein Aquark. Okay. Dann ist da unten auch noch eins. Hol ich mir das. So, haben wir schon mal 50 Nitra. Ja, aber ich würde sagen, die ja, diese Schwärme machen wir auch einfach da in dem Turm. Machen wir es ganz safe.
Zieh dich. Mein Edelstein. Wir brauchen auch noch Fossilien, ne? Also halt die Augen offen. Ja, hab ich schon einen. Zwei Aquark und ein Fossil habe ich jetzt schon geholt. Ich hab hier auch nochmal einen Aquark. Dein Licht hat mich gerade verwirrt, weil dieser Aquark auch blau leuchtet. Da komme ich doch bestimmt besser dran an das Gold hier. Oder? Oder auch nicht. Nee, wird schwer. Hast du es da hingelegt oder was? Hier ist ein Weg hoch, ein Weg hoch. Hier habe ich auch noch hoch. Ich habe hier auch jetzt gerade es hochgeschmissen, aber es wieder runtergefallen. Ja, wie gesagt, da unter dem, hinter der Rampe habe ich hochgebaut. Also da. Ah, so ein Gu-Bomber. Widerliche Viecher. Alles voll geflutet. Ich bin gleich down. Ich weiß nicht, was mich da die ganze Zeit heftig getroffen hat. Gut, dass ich Punkte auf die Rüstung gesetzt habe. Also ich habe nicht Leben gewählt, sondern Rüstung und ich habe ja auch noch diese verkürzte Zeit. Das heißt, wenn ich kurz aus dem Kampf rauskomme, läuft das. Wir müssen aber mal gucken, dass wir gleich ein bisschen Red Sugar kriegen. Ja. Ah, hier ist noch ein Alter. Wieso kann man da nicht drauf stehen, ey, Mann? Aber auch noch Nitra, das heißt die Supplies müssten schon fast gesichert sein, ne? Ich könnte eigentlich schon direkt einen rufen halt, dass wir Muni haben und vor allem Heilung. Ja, Muni brauche ich auch schon wieder, fast. Fast nichts mehr, besser gesagt. So. Hier oben bei mir ist auch noch Heilung. Du kannst erstmal hierher kommen. Markiert ihr das mal? Red Sugar will make you feel better. Du musst aufpassen, wenn die Geschütze ballern, wenn die dich treffen, kriegst du auch Schaden, ne? Ja, also doch. Ich hatte mich eben schon gefragt. Boom, baby. Siehst du meine Markierung? Nee. Ich markier's hier nochmal, ist gerade weggegangen. Da. Red Sugar over here. Alter. Ich habe auch noch einen Aquark. Sehr schön. Ach, ach Quark. Alles Quark. Kommt doch von der Decke runter. Oh yeah. Ja, hier unten ist auch noch ein bisschen. Ich habe den kompletten Riemen hier gebraucht. Ja, ich auch. Ich hatte auch einen. I think we actually have a chance to make it out alive. Sweet. Hey, schieß nicht auf mich. Bin ich der Feind? Oh, ich hab hier Bissbomb. Irgendwie ist die Mission ein bisschen heftiger. Ja, ist halt länger, weil es ein sehr großes Gebiet ist und du kannst halt alles meinen, ne? Ja, aber guck mal, wie weit das hochgeht. Da muss ich mich mal irgendwie hochgraben. Ich kann leider nicht fliegen. Obwohl, wenn wir so einen Käfer finden.
Da wurde schon reingegraben. Ich habe nochmal Red Sugar markiert. Ich habe auch ein Fossil. Warte mal, wo bist du? Hast du... Ich sehe es ehrlich gesagt, ich sehe deine Markierung nicht. Kannst du nochmal markieren? Ist immer noch markiert. Hinter dir, oben. Ziemlich weit oben. Ich sag mit Steuerung diesen Waypoint-Ding da, ne? Steuerung und dann linke Maustaste. Genau. Ja, aber ich sehe es nicht. Das ist seltsam, ich sehe deine Markierung irgendwie nicht. Also du musstest dafür nicht den Laserpointer in die Hand nehmen, um das zu sehen bei mir, oder? Nee. Ja. Also selbst damit sehe ich es nämlich nicht. Oh, diese kleinen Scheißviecher sind so nervig, weil die ganze Zeit an dir dranhängen. Selbst wenn du wegläufst. Hier ist noch ein Fossil, wenn du da dran kommst. Oder wollen wir erstmal zurück jetzt zu dem Turm? Ja, warte, ich will hier oben gerade noch die Runde gerade fertig machen. Oha. Gleich runter. Ja, ich habe hier ein Riesenproblem gerade. Was ist los? Ja, was ist los? Komm langsam runter. Ich muss das stufenweise machen, sonst krieg ich zu viel Stimmen. Keine Vögel diesmal. Noch Prätorianer. Ich habe mal einen Supply Drop hier angefordert, hier unten. Erstmal alles durchladen. Getting supplies. Red Sugar. Light is up. Yeah, give me some sugar. Da hinten liegt noch was hier bei mir. Over here by the marker point. Yes. Was kann man dann später aufsammeln? Ah, hier ist noch mal Aquark. Nehme ich. Schmeiß ich da runter. Irgendwas greift mich schon wieder an. Kommt ihr schon wieder her? Was soll das? Irgendwo bei dem Dropship bist du mit Quark. Ja, nehmen wir einfach gleich mit. Genau. Ah, hier oben ist auch nochmal jede Menge Leben. Also Red Sugar. Das ist erstmal ein Fossil, da will ich hin. Und noch ein Aquark. Nehme ich auch. Die like your mother dead. Oh.
Zeug. Schon wieder. Wo kommen die alle her? Die Welle ist doch schon vorbei. Frechheit. Die sind hier überall, sind halt welche. Ja, aber hier war ich schon halt zweimal. Habe ich gerade noch gesammelt. Wir müssen weiter hoch. Hier unten sind wir so gut wie durch. Ah, ich sehe noch zwei. Drei. Da. Und da. Wenigstens im Arsch. Mit den normalen Viechern zurecht, weil da so viele kommen und dann kommt wieder ein Swarm. Das wird jetzt aber schon echt hart. So langsam. Einfach hier bei den Geschützen bleiben. Ja, dann können wir nicht sammeln. Ja, aber solange halt der Swarm da ist. Das geht nicht, weil die immer alle zu mir kommen. Und ich komme hier nicht raus. What? Irgendwas hat gerade richtig Knall gemacht und auf einmal war ich tot. Ach, es war wahrscheinlich ein explodierender Bug. Ja, ich sehe die Beine. Ich wurde gerade von einem Al-Qaida-Wurm weggemacht. Oh fuck. Ja, geil. No! Diese Scheißvieh ist einfach unter mich gekrabbelt und hat mich hochgeschleudert. Und deswegen bin ich gefallen. Weißt du, was wir hier auch gebrauchen könnten? Bei der Mission? Einen Gunner. Mit den, mit diesen Seilen, die er setzen kann, weißt du? Können wir hoch und runter fahren mit. Wie eine Leiter dann. Oh man, ja. My bloody armor! Let's forget this mission and get on with a new one. Okay. Ich setz runter. Na gut, dann machen wir erstmal ohne Gunner mit runtersitzen. Ja, du wolltest mit deinem Gunner spielen. Nee, ich hab ja was zum Hoch- und Runterkommen. Und ich hab halt was, um hell zu machen. Und das Hellmachen ist auch hier richtig wichtig. Es sei denn, du willst halt mal den Scout spielen, spiel ich mal den Gunner halt. Können wir auch machen. Ich bin ganz zufrieden mit dem Graben. So. 10 Fossilien und 7 Aquark. Los geht's. Wir müssen einfach zusammenbleiben. Bei den großen Höhlen bringt das nichts. Also wenn irgendwo mal was ist, dann kannst du mal kurz gehen, aber dann... Oh, pass auf, hier kommt direkt der Schwab. Hinter dir. Boah, das hat mich hinterher nicht. Doch, ja, na was sonst.
Bring it, Flicker! Aber hier war schon auf jeden Fall Nitra. Da drüben war noch mehr. Das ist auch gut, die Seite hängt komplett in der Luft. Und voll. Nitra full. Das heißt, die Hälfte haben wir. Und hier ist noch mehr. Immer noch direkt nach Quark. Ein Nitra fehlt noch, dann haben wir's. Ich habe 5 einstecken. Kein Problem, Hammer. Oh, ich sehe da auch noch mehr. Ja, von mir aus kannst du ja auch einfach direkt hochgehen und ich kümmere mich um das hier unten, da komme ich ja besser dran. Richtig. Bin ich auch gerade auf dem Weg, nur ich will halt gerade gucken, dass ich eine sichere Route habe, ohne abzustürzen wieder. Was ist das hier für eine Pflanze? Ist das so ein Aufzug oder greift die an? Ich weiß nicht, was du meinst. Ach, du meinst diese Schleckdinger? Nein. Sei voll. Hier steht so eine Pflanze. Die irgendwie dieses Blatt rausstreckt oben. Und Bismore. Da muss ich erstmal wieder abgeben, bevor ich hier weitergehe. Ach ja. Sieht da viel abzubauen. Das gefällt mir gut. Vor allem viele verschiedene Dinge, dass ich nicht immer hin und her laufen muss. Und trotzdem ist Gold schon voll. Ich bin momentan eigentlich eher auf der Suche nach den Quark. Quark ist, findet man ja einfacher. Fossilien, danach muss man mehr Ausschau halten. Ich hatte jetzt schon 2. Und noch ein Aquark habe ich hier. Nehme ich auch gleich mit. Oh, wenn ich schon dabei bin. Nitra. Zurück, so schnell ich kann. In dem Swarm. Deshalb lass mal alle Aquarke auf einmal abgeben. Ich glaube, es ist, wenn du Aquarke reinpackst, kommt mal. Normalerweise kommt, wenn ein Event stattfindet, zum Beispiel bei den Nestern, ein Sound. Das hatten wir jetzt eigentlich noch nicht. Und das ist ja einfach nur ein Swarm. Aber hier liegen jetzt schon 3 unten. Hier sind auch nochmal 2. Ja, ich trage die schon mal hier die Treppe hoch. Das heißt, wir haben jetzt schon 5. Ja.
Fossilien habe ich auch noch zwei dabei. Die gebe ich schon mal ab. Bismor, Gold, Nitro, Fossilien. Alles dabei. Hier habe ich noch einen Aquark. Wunderbar, haben wir das schon fast. Aber die Fossilien wieder. Noch ein bisschen Nitro. Ja, ich sehe noch ein Fossil. Mal schauen, wie ich da dran komme. Ob ich da dran komme. Ich sehe noch eins. Guys, are you blind? Das ist ein Fossil, wenn. Look over here. Mal schauen. Ah, ich hab's. Also, ich habe wieder zwei Stück. Ich habe mal Supply angefordert. Direkt hier. Habt ihr jetzt gerade nämlich noch eine Nitro-Ader? Da muss das auf jeden Fall schon mal eins auf Ersatz hier hinstellen. Gerade Urgent Need habe und hier ist noch, glaube ich, ein Aquark. Ja, das müssten dann ja die 7 sein. Ja, hab noch einen Aquark. Dann haben wir alle 7. Dann packen wir die jetzt gleich mal alle auf einmal rein. Dann suchen wir nur noch Fossilien. Ja, wenn die aber wirklich da durchkommen sollten, dann wäre es doch besser, wenn wir die Fossilien erst noch sammeln, oder? Können wir auch machen. Bisher war eigentlich noch kein Swarm, oder? Swarm? Klar, hatten wir den schon. Also bei mir kam wirklich fast nichts an. Ja, ich habe ja auch die Schwierigkeit runtergestellt. Ja, trotzdem, aber sonst, keine Ahnung, wenn Swarm kommt, kommt bei mir auch mindestens irgendwie 10 Viecher. Das ist noch nicht mal aufgefallen, halt im Vergleich zu den normalen, die halt überall immer ein bisschen rumkrabbeln. So, machen wir erstmal Licht hier. Nee, also der Schwierigkeitsunterschied ist schon so stark, wie du das jetzt gerade angenommen hast. Also, das hatten wir schon davor. Das ist ein ganz gewaltiger Unterschied. Ups. So, wir brauchen noch 4 Füße. Hier noch irgendwas? Scheint nicht so. Von der Ebene höher. Ah, da kommt es.
kann nachladen. Dann alles gut. Wieder ein Schwan, wieder ein Schwan aufgehalten. Ist ja noch ein Fossil. Das sind sogar gleich zwei, wo ich markiert habe. Ich glaube, es ist schwer. Ist ja noch keins entdeckt hier. Ist schwer da dran zu kommen. Ich gehe kurz Muni holen. Und da ist auch noch ein Aquark, wenn ich das richtig sehe. Ja, Aquark haben wir ja eigentlich alle, oder? So, also bringt halt IP und Geld, ne? Und wenn das, wenn wir da hinkommen, können wir das ja noch mitnehmen. Genau da, wo du hingeschossen hast. Kann auch sein, dass da kein Aquark mehr ist, aber auf jeden Fall sind da zwei Fossilien. Und dann noch Nitro. Wo hast du den Supply hingestellt? Direkt am Dropship. Wo ist direkt am Dropship? Ach, da hinten. Ready to kill some more crates. Feel much better now. Weißt du gerade noch ein Aquark runter? Da war da doch noch eins. Oh, oh, oh. Ich habe beide Fossilien, aber ja. Wo ist diese Scheiße? Da ist immer noch irgendwas. Mann, Mann, Mann. Ach, Gold ist auch noch. So. Ja, mit der Pistole kann ich den Stein leider nicht wegschießen, dass man da reinspringen könnte. Oh, ich sehe noch ein Fossil dahin. Was haben wir denn da noch? Nitro! Oh, Nitro. Okay. So, ein Fossil brauchen wir noch. Gold hin. Da ist er ganz runtergefallen. Da gehe ich jetzt nicht hin. Brauchst wieder Leben. Yep. Muss ich gleich Ammo holen. Let's
That's all you got, you slippery shit! Werfen wir schon mal das Zeug rein? Ja, kannst du machen. Ich hol noch das letzte Fossil. Warte, gucken, warten wir den Ammo-Bus. Das lieber gleich rein. Getting more ammo. That hit the spot. I think we're actually doing all right. Well done, you got them all. Hit the launch controls to return the minette. We'll send in the escape pod. Irgendwo müsste noch ein Fossil sein. Mhm. An den Säulen hier. Die waren meistens irgendwo an den Säulen. Mittig von den großen. So, das Dropship drumherum. Supply drop geholt. Supplies are coming. Ah, ich hab's mit Fossil gefunden. Wunderbar. Ich hol gerade noch Nitro. Has been achieved. Bonus will be transferred to your accounts on mission completion. Nice. Ja, können wir abhauen. Ich werfe noch mein Zeug rein. Der andere Supply Drop ist genau 180 Grad gedreht, praktisch. Ja, hätten wir uns ja sparen können. Ja, aber falls jetzt noch was kommt, kommen wir auf jeden Fall. Launch rocket. Ja, 2 Minuten noch verteidigen. Dann sollte ich vielleicht doch noch mal hier unten.
Was hochgeklettert, was Großes. Oh. Ja. So, einer an der Säule. War einer. Ja, wenn man das Hinterteil trifft, dann sind die überhaupt kein Problem. Aber vorne sind sie an den Beinen und so gepanzert. Ja, aber ins Maul kannst du auch schießen. Also da gibt es auch Schaden. Ja, aber die spucken meistens, wenn man denen ins Maul schauen will. Ich tank das eigentlich immer. Sollte ich vielleicht auch nicht machen, aber... Explosives, please. Da hinten ist noch ein Eiter, den hole ich gerade noch. Da unten liegt auch noch Gold auf dem Boden. Hast du gerade aufgesammelt? Und hier ist noch ein Fossil. Ja, wenn das im Inventar auch zählt, weiß ich nicht. Stimmt. Und noch ein Aquark. Noch eins. Sind ja immer genug da. Drop pod en route, hang in there. Things about to go boom. The toy is not straight. Damn. Drop pod has landed and is ready for takeoff. Ich auch noch zum Drop-Pod laufen. Drop-Pod departing in T-minus 3 minutes. Ach komm, ich lasse das Ding unten. Ja. First. Rock and stone. By the pier. One for the books. Retrieving escape pod. Oh, das hat sich jetzt gezogen. Tja. Ja, die Fossilien, die haben sich halt gut versteckt, ne? Ja. Oh, Waldstone. Ja, ich mag das aber auch nicht, dass man das alles so zentral hintragen muss. Das finde ich nämlich gerade so gut, dass du dieses Mule rufen kannst. Muss ich sagen. Ja, das ist schon praktisch, aber ich meine, bei so einem Aufbau von dem Level hier finde ich es schon auch ganz praktisch. Das ist halt einfach zentral, dass du halt da reinschmeißen kannst. Ja. Oh, es hat 120 Copper oder so gekriegt. Nice. Leider keine neuen Perks, aber das gibt es dann beim nächsten Mal bestimmt wieder. Nein, mir fehlt ein Perkpoint. Ja. Und damit haben wir auch beim Assignment wieder einen Schritt geschafft. Das nächste ist dann wieder eine normale Mining Expedition. Und das machen wir dann auch erst beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.